Es ist ein Spiel, das doch ziemliche Spannung verspricht, zumal sich der Hans Krankl mit seiner Mannschaft gegen den Meister sehr viel vorgenommen hat. Der holprige Rasen in Mödling, der sollte es dem Meister schwer machen. Der Krankl hat sich taktisch sicher was einfallen lassen. Und einfallen lassen musste sich auch einiges Austria-Trainer Hickersberger, obwohl die Mödlinger noch nie gegen die Wiener Austria gewonnen haben. Denn er hatte Schwierigkeiten im Sturm und er stellte als einzige Spitze heute Ralf Hasenhüttl auf. Naja, die Taktik von Josef Hickersberger haben Sie gehört. Der spielt mit einem verstärkten Mittelfeld, aus dem die Mittelfeld... 80% hat sich schon zum Gehen entschieden. Er spielt weit hinten im Mittelfeld, schickt hier die einzige Spitze. Stöger also überraschend weit zurückgezogen. Libero Chuck geht sehr oft mit ins Mittelfeld und kurbelt die Angriffe an. Prosenik und der Ungar Keresturi versuchen, die Mödlinge in die Zange zu nehmen. Das ist ein Freistoß von Keresturi und Sekerlioglu. Keresturi, der Ungar, der so lange gebraucht hat, um sich zu akklimatisieren, wächst immer mehr in diese Austria-Mannschaft hinein und wird zu einer Stütze. Sehr gefährlich, seine angeschnittenen Freistöße und seine angeschnittenen Eckbälle. Hans Krankl hat den Vorteil, wie es Peter Elstner vielleicht gemeint hat, für Mödling gegen den holprigen Rasen etwas korrigieren lassen. Das war wieder ein Freistoß von Keresturi und Hasenhüttl hat versucht, hier das 1:0 für die Austria zu erzielen. Er hat diesen Rasen einen Kurzschnitt verpassen lassen und hat den Platz auch stark walzen lassen, sodass das Spielfeld besser ist als bei vielen Spielen zuvor. Hier ein Kopfball des Polen Szczesiak. Aber Mödling wird nie richtig gefährlich. Mödling kennt sich auch mit der Austria-Taktik nicht sonderlich aus. Um Hasenhüttl kümmern sich Peuger und Helm. Das ist immerhin ein Mann zu viel. Im Mittelfeld suchen die Mödlinger ihre Gegenspieler. Das ist wieder Szczesiak und Wohlfahrt schneller als Nikischer. Nikischer die zweite Sturmspitze bei Mödling. Krankl zeigt, wie es sein sollte. Die Mödlinger Anhänger stehen hinter ihm, wollen, dass er in Mödling bleibt. Sie haben es an diesem Transparent gesehen. Da batzen hintereinander die Austrianer. Aber Szczesiak kann die Chance nicht nutzen. Zuerst Sekelioglu und dann Wohlfahrt. Szczesiak hier gegen Kogia. Prosenik, sehr fleißig. Schlägt immer wieder Breschen in die Abwehr der Mödlinger. Stöger für Flögel. Und da ist Schmid und das ist das 1:0 für die Austria in der 24. Spielminute. Lauter Mittelfeldspieler beteiligt. Stöger, dann Flögel und der Torschütze Schmid. Also die Taktik von Hickersberger geht auf. 3000 Zuschauer sehen dieses Spiel. Jetzt geht Stöger einmal weit nach vorne. Ja, und da wird Stöger gefault. Und zwar von Nawrocki. Aber der Schiedsrichter Wieser hat das ganz anders gesehen. Er lässt weiterspielen. Schiedsrichter Überwacher Wörer, ein leichtes Schmunzeln über diese Entscheidung. Aber Fehler können auch einem Schiedsrichter passieren. Foul hier an Keresturi. Und zwar von Eric Ory, der noch einer der stärksten bei Mödling ist. Wieder Keresturi. Und da ist Hasenhüttl aus dem Getümmel, das 2:0 für die Austria in der 41. Spielminute. Noch einmal, Keresturi. Herrlich angeschnitten, der Ball wieder. Und Hasenhüttl erfasst da als erster die Situation. Da ist Ralf Hasenhüttl. Pausenstand also 2:0. Nach Seitenwechsel ein Fehler
der Mödlinger, Rosenig. Rosenig nützt diesen Fehler. Da kommt Schmid, Stöger. Noch einmal Schmid. Aber der Fehler von Helm bleibt ohne Folge. Dann noch eine Chance für die Mödlinger durch Šešiak. Die Austria demonstriert jetzt ihre Überlegenheit. Čak weit vorne, Prosenik, Hasenhüttl direkt. Und das ist das 3:0 in der 57. Minute. Ein Handstand des oft als etwas ungeschickt bezeichneten Fußballers Hasenhüttl. Hier noch einmal. Einmal berühren hat die Austria da gespielt. Und das 3:0, der zweite Treffer von Ralf Hasenhüttl. Traore ist anstelle von Schmid ins Spiel gekommen, setzt Sekelioglu ein und das ist das 4:0. 76. Minute, die Austria erzielt den vierten Treffer, schlägt Mödling mit 4:0 und Hans Kranke muss die Überlegenheit eingestehen. Aufgrund des Spielverlaufes bin ich nicht enttäuscht, weil heute war Austria 90 Minuten lang die bessere Mannschaft. Sie hat verdient gewonnen, sie hat zur richtigen Zeit die Tore gemacht und wir konnten nicht unser erstes Tor gegen Austria schießen. Vielleicht war es dann etwas leichter geworden, aber der Sieg von Austria ist verdient. Sie waren die reifere und die bessere Mannschaft. Ja, der richtige Tipp für die Toto-Freunde 2 und ganz interessant, seit 87 ist den Mödlingern auch kein Tor gegen die Wiener Austria gelungen. Ich freue mich, dass ich jetzt, ich hoffe es klappt, einen Gast bei mir habe in Mödling, den Ralf Hasenhüttl. Ralf, gratuliere, 2 Tore, wichtige Tore, denn Sie haben das Spiel klar gemacht. Naja, natürlich für mich persönlich auch wichtige Tore, weil ich bin also in letzter Zeit schon relativ oft kritisiert worden und ich bin glücklich, dass mir wieder 2 Tore gelungen sind. Ralf, wir haben eines aufgezeichnet, das zum 3:0, wenn Sie ein bisschen was dazu sagen, Sie wurden ja auch hart gedeckt, vielleicht kann man das jetzt einspielen. Wenn Sie die Szene erklären? Das war eine wunderschöne Aktion von Prosenik mit Čak und der Christian hat dann gleich Volley hereingegeben den Ball und ich habe ihn genau ins kurze Eck getroffen. Da sieht man es noch einmal aus der Zeitlupe, Sie laufen sich da sehr gut frei. Ja, Gott sei Dank hat der Verteidiger vor mir den Ball nicht mehr berührt und so war es für mich eigentlich nicht schwer den Ball zu treffen. Herrliches Gefühl, kann ich mir vorstellen, da hat man gewusst, es kann nichts mehr passieren. Ralf, die Frage bei Ihnen war immer, Sie hätten ja viele andere Tore auch schießen können, war die Mannschaft da manchmal, herrliches Radl, nein, war die Mannschaft da, ja, manchmal ein bisschen böse auf Sie, manchmal hat man auch den Eindruck gehabt, Sie gehören nicht ganz so in eine gewisse Clique hinein im Team. Nein, ich glaube, also das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe, wie gesagt, nach Barcelona habe ich ein bisschen Probleme gehabt, weil ich irgendwo als Sündenbock hingestellt worden bin. Aber ich meine, ich habe heute auch wieder alleine vorne gespielt und heute habe ich eben meine Chancen verwertet und ein Stürmer wird ganz einfach an den Toren gemessen und das ist auch gut so. Das wird für die Zukunft, glaube ich, auch ganz gut sein, denn dann muss man nicht mehr lang nachdenken und die Tore gelingen, ne? Ja, natürlich. Ich meine, meine Zukunft schaut so aus, ich habe noch einen Vertrag bei der Austria, noch ein weiteres Jahr und ich möchte trotzdem vielleicht die Chance im Sommer wahren, dass ich nach England gehe und das gelingt mir nur dann, wenn ich jetzt viele Tore schieße. Viele Tore würde auch der Teamchef brauchen. Naja, ich meine, das Thema Team ist für mich zurzeit nicht aktuell, weil, wie gesagt, ich war weder auf Abruf noch in einem erweiterten Kader und damit befasse ich mich eigentlich überhaupt nicht. Wie schauen denn die Kontakte zu England eigentlich aus? Woher kommen die? Naja, mein Manager hat also laufend noch Kontakt zu England und wie gesagt, ich habe nach diesem Probetraining bei Chelsea, wo ich, glaube ich, einen sehr guten Eindruck hinterlassen habe, meine Kontakte nie abbrechen lassen und für mich ist eben entscheidend, dass das früher, wie viel Tore ich schieße und dann schaut es, glaube ich, ganz gut aus, dass ich im Sommer vielleicht einen Sprung schaffen könnte. Viele Tore des Ralf würden auch bedeuten, dass die Austria in der Meisterschaft vor den Salzburgern bleibt. Wie schaut da jetzt die Konstellation aus, was man bisher weiß? Ja, für uns ist wichtig, dass wir aus eigener Kraft Meister werden können und bei uns ist sicherlich das Spiel nächsten Freitag gegen Salzburg entscheidend. Aber zuvor haben wir noch St. Pölten zu Hause und man sieht, dass auch man gegen vermeintlich schwächere Gegner erst einmal die Punkte machen muss. Ein Angstgegner, ein bisschen, ne?
Ja, in St. Pölten auch für sich schauen, aber zu Hause, glaube ich, dürften wir keine Probleme haben. Ein Wort, 10 Sekunden haben wir noch meiner Zeit noch über. Cup, seid ihr auch noch dabei? Ja, ich meine, Admira auswärts ist schwer, aber normalerweise müssten wir es schaffen. Vielleicht gelingt das Double. Danke. Ja, gut, Ralf, gratuliere nochmal. Danke, ciao. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. So, man sieht, wie erleichtert der Ralf ist, dass ihm endlich einmal wieder ordentlich die Tore gelungen sind für seine Mannschaft.